16 Bars TV, heute mit der Halunkenbande. Babassat ist da, Punch Arroganz und Esther und Visavis auch da. Hi. Hallo. Hallo in die Runde. Guten Tag. Guten Tag. Schön, dass ihr euch alle Zeit genommen habt. Alle versammelt hier im schönen Marabu in Berlin in einer Bar. Ich hoffe, ihr seid alle frisch, munter, gut gelaunt. Natürlich, immer wieder. Wir haben ja heute zum allerersten Mal das Vergnügen. Bei dir ist auch alles schön. Ja. Ja. Ja, super. Kurz und knackig auf den Punkt gebracht. Prost. Auf ein nettes Gespräch, ne? Gar kein Alkohol in der Bar. Ist es noch zu früh dafür? Ich trinke doch gar nicht mehr so viel Alkohol. Erstmal und zweitens, es gibt ja noch gar keinen Grund, Alkohol zu trinken. Noch keinen Grund, um anzustoßen. Das machen wir dann nächstes Jahr. Wir müssen erstmal arbeiten und dann. Außerdem, wir achten ja alle auf unsere Figur. Deswegen, also für mich fällt das flach. Aber was die Jungs machen, musst du die fragen. Ja, ich trinke ja generell keinen Alkohol, deswegen fällt das für mich ja flach. Und er macht mir jetzt auch nicht den Anschein, als hätte er jetzt schon ordentlich was drin. Hat die Sonnenbrille irgendwas zu bedeuten heute? Nö, die habe ich einfach so angezogen, hatte ich gerade Bock drauf. Steht mir doch ganz gut, oder? Du hast ja nichts dahinter zu verstecken. Zwei blaue Augen, deshalb habe ich jetzt angezogen. Nein, einfach so, Style. In der Konstellation, wie ihr jetzt hier sitzt, habt ihr ja auch einen gemeinsamen Sampler aufgenommen. Beuteschema. Wow, ihr habt alle drei gerade synchron getrunken. Sehr ja. Schön, ja. Habt ihr das eingeübt vorher? Guck mal, was gleich noch kommt. Kunststücke noch zusammen? Ja, ja, warte mal ab. Zurück zum Label-Sampler. Ist das jetzt, wie ihr drei hier sitzt und wie ihr auch eben den Sampler aufgenommen habt, die vollständige Halunkenbande oder fehlen da jetzt noch Menschen? Wir haben natürlich noch ganz viele Leute aus dem Bekanntenkreis und aus dem größeren Kreis und kleineren Kreis, die noch dazugehören. Aber ich denke mal, wir können nicht Interviews führen mit 20 Leuten auf einmal. Das macht keinen Sinn. Und es macht auch gerade Sinn, ihn ein bisschen zu positionieren auch, weil im Januar sein Album kommt. Und ihn auch, weil sein Album gerade frisch draußen ist und ich noch muss immer dabei sein. Deswegen ist es gerade so. Aber es könnte auch im Februar ganz anders aussehen. Ich wollte jetzt nur darauf anspielen, dass es ja noch zwei, drei andere Rapper gibt, die so im Raum stehen, bei denen und jetzt... Gerade momentan alles ist noch beim Alten, um die ganzen Spekulationen erstmal zu stillen. Aber wenn ich jetzt mal konkret nachfragen darf, also beispielsweise ein Gecko oder Jack the Rapper, sind das Signings bei Halunkenbande momentan? Gecko ist, hat bei uns einen Vertrag und der ist immer noch gültig. Was im März passiert, weiß ich nicht. Momentan ist alles okay. Also die momentane Lage ist so, dass er bei uns ist. Ja. Und dennoch war es für euch besser, in dieser Dreierkonstellation den Sampler zu machen? Ich muss immer als Chef mäßig, ich muss immer sehen, was gerade Sinn macht. Ne? Und ich kann nicht, das ist ja eigentlich schon krass, dass ich dabei bin. Ich wollte eigentlich auch bei diesem Sampler auch nicht dabei sein, aber das wäre ein Kollabo-Album. Ich muss immer gucken, was Sinn macht und ich kann nicht für einen Kulturschock für die Leute sorgen. Ja, wenn da zu krasse Straßen und Punchline und Battle-Rapper da aufeinandertreffen, das ist ein bisschen zu viel. So, ne? Da muss man natürlich ein bisschen, einfach nur wegen den Verkäufen, muss man ein bisschen aufpassen, so, was man da macht. Das ist einfach nur geschäftlich gerade. Deswegen ist das gerade so. Du hast gesagt, dass die Stimmung bei der Halunkenbande sehr harmonisch ist und dass der Ton nur relativ selten rau wird. Wie war das jetzt in den Aufnahmen des Samplers? Vielleicht kannst du ja mal erzählen, gab es dann doch mal Momente, in denen der Labelchef ein bisschen doller auf den Tisch hauen musste? Nö, also ich kann das so unterstreichen, dass das so schön harmonisch ablief, einfach weil wir auch keine Streitpunkte hatten, wo wir die ganze Zeit aneinander geraten sind. Also viel kann man da nicht zu sagen. Die Frage ist damit beantwortet, dass das alles so ist. Gab es denn trotzdem irgendwie mal Diskussionspunkte, wo ihr euch nicht ganz einig wart? Das heißt ja nicht, dass man sich dann direkt die Köpfe einschlagen muss, aber gibt es so Uneinigkeiten, die du vielleicht auch gemerkt hast, vielleicht was die Beat-Auswahl betrifft oder solche Sachen? Gerade das, ja, die Beat-Auswahl. Aber das ist wirklich das Einzige, weil wir haben auch nicht viele Beat-Produzenten auf dem Album. Und da hat jeder seine Vorlieben gehabt und da konnten wir uns dann gut austauschen. Aber es sind ein, zwei Sachen, die dann aber auch schnell geklärt waren, weil man Kompromisse geschlossen hat. Ja. Da hat dann auch niemand den Hut auf und entscheidet dann für alle drei, sondern es sind demokratische Entscheidungen, die da fallen. Ich meine, die haben ja auch viele Sachen gemacht, die mir gefallen. Also muss ich auch Sachen machen, die denen gefallen. Und ich meine, Punch muss auf Esther eingehen, Esther muss auf mich eingehen und so weiter und so fort. Das ist ein Kompromiss. Er kann ja nicht Bestleistung abrufen, wenn er sich ja null wohlfühlt. Da muss man halt wirklich die Mitte finden. Und stell dir mal vor, wir hätten noch sechs andere dabei.
die auch mit diesem Style nichts zu tun haben. Da wäre richtige Unordnung gewesen, deswegen passt es nicht. Damit beantworte ich dir nochmal deine erste Frage. Ja. Du hast in einem... Eine Sache. Ich wollte eigentlich eine andere Single haben. Ich finde einen anderen Song viel, viel geiler. Aber dann haben die sich für da zwei haben einfach überstimmt. Du hast dich da überzeugen lassen. Nee, ich wollte denen einfach nur zeigen, dass ich recht habe. Und hast du recht gehabt? Ja, natürlich habe ich recht gehabt. Ja. Du hast in einem Blog gesagt, dass du dem Wunsch von Esther nachgegangen bist, Punch Arroganz zu signen. Wie schwer war die Überzeugungsarbeit seinerseits oder hast du trotzdem von Anfang an auch gedacht, dass er der Richtige ist für eure Gang? Ich habe natürlich ein Auge auf ihn gehabt und er hat auch ein Auge auf uns gehabt. Und da habe ich mich ein bisschen schon mit ihm befasst, so, aber ich hab irgendwie mitbekommen, dass er schon einen Deal hatte und er hatte auch einen Deal. Deswegen habe ich mich am Ende des Tages nicht mehr damit befasst. Und dann kam Esther irgendwann, weil ich gesagt habe, wir müssen jetzt noch einen dazu holen. So, er hat das mitbekommen. Dann hat er gesagt, Digga, ich wünsche mir, dass Punch kommt. Dann habe ich gesagt, Punch hat noch einen Deal. Er sagt, ich glaube, er fühlt sich gerade nicht so ganz wohl da, wo er ist. Dann habe ich mich mit ihm getroffen, haben ein bisschen geschnackt und dann haben wir ihn da rausbekommen. Ja, also ich wollte ihn auch, aber normalerweise, wenn du einen Deal hast, kommst du da nicht raus. Dann brauchst du ja auch gar nicht träumen. So, da wollte ich mir auch keine Kopfschmerzen geben und mich mit irgendwelchen Leuten streiten. Deswegen. Aber wir haben uns getroffen und es wurde schnell klar, dass es auf jeden Fall eine Lösung gibt. Und ja, wir haben dieses Problem gelöst mit Bravour und jetzt kommt der Sampler. Wie fühlst du dich denn jetzt so die erste Zeit bei der Halunkenbande? Besser. Und auch sehr wohl mit dem Ganzen einfach schon, weil die Arbeit so ist, wie sie sein sollte. Und das war ja vorher. Also ich wurde ja echt aus dem Regen in die Traufe quasi. Erst ein bisschen... Ach, Alter, die Frage ist an sich so stumpf schon wieder. Ich kann sagen, ja, es ist gut so, wie es ist. Findest du die Frage stumpf, wie du dich bei deinem neuen Label fühlst? Ja, weil... Es ist klasse. Ich sag ja gerade schon, es ist so harmonisch und da fällt es einem schwer, immer so das noch so auszubreiten und so, weil es ja geil ist. Also ich fühle mich einfach geil hier. Es gibt ja eine gewisse Außenwirkung von der Halunkenbande und ich glaube, für viele Menschen ist das schon interessant, wenn jemand so neu dazukommt, wie du dich da einfach einlebst und was du da vielleicht auch jetzt schon erlebt hast, was anders ist als vorher. Zum einen ist es so, dass ich ja vorher noch kein offizielles Release gehabt habe und wirklich auf mich alleine gestellt war, was die Aufnahmen betrifft, was eigentlich alles betrifft. Ich konnte meinen Merch selber machen, ich konnte die Aufnahmen machen, ich konnte selber dafür sorgen, dass das irgendwie gesehen wird und so. Und jetzt bin ich hier, jetzt wird für alles gesorgt. Ich habe die Möglichkeit, mit sehr professionellen Menschen zu arbeiten. Ich kann schöne Studios aufnehmen, die wirklich Studios sind und da wird für alles gesorgt. Ich kann mich erinnern an unser letztes Interview und auch an unser letztes Interview. Wenn Esther nicht in den Top 20 gechartet wäre, dann würde es Halunkenbande ja jetzt gar nicht mehr geben. Siehst du, habe ich recht gehabt? Du hast recht gehabt, es hat funktioniert. War das eine Zeit des Zitterns oder warst du dir so sicher, also dass da gar keine Probleme gibt? Sehr, sehr ruhig und gelassen, als ich dir das gesagt habe. Und ich war davon überzeugt, auch beim Esther-Interview, ich wusste das ja schon. Bevor er einen Song aufgenommen hat, wusste ich das schon. Ja, und natürlich bin ich allwissend und nein, Spaß. Also ich habe es gehofft und ich habe daran geglaubt und wir haben dafür viel, viel getan auch. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Wir haben viel dafür getan. Ihr habt uns auch sehr, sehr krass geholfen. Da muss man Danke sagen. Es läuft, es natürlich, wäre natürlich nur so gut gegangen wegen euch, also mit euch. Wir haben das ja über euch gemacht und dafür natürlich nochmal ein Dankeschön. Ne? Und ja, ich bin sehr glücklich, dass es so passiert ist. Leider haben wir die Top 10 um einen Platz verpasst. Leider. Aber das lag nur an Amazon. Aber egal, das ist... Immer sind die anderen schuld. Nee, weil Amazon hat tatsächlich 2000 CDs am Mittwoch geliefert und Media Control wollte die nicht mehr reinnehmen. Weil das normalerweise liefern die Donnerstag und da, weil das halt normal ist, sagt Media Control, okay, wir nehmen das nochmal rein. Und dann hat aber Amazon, weil die so viele Bestellungen hatten, haben die am Mittwoch schon über 2000 Stück rausgeschickt quasi. Und das wurde dann nicht anerkannt vor der Media Control. Und er wäre auf jeden Fall nicht auf 10 gegangen, auch nicht auf 9. Aber es ist wunderbar so, wie es ist. Ich meine, das ist ja auch ein Ziel für das nächste Album und das ist doch schön. Also ich bin super zufrieden. Unabhängig jetzt mal von der Chartplatzierung, du hast jetzt im Zuge des Label-Samplers gesagt, dass es keine Sing-Sang-Hooks geben wird und dass du auf jeden Fall komplett diesmal auf die Fresse haust. Hast du denn mitbekommen oder hat dich das irgendwann auch so ein bisschen gestört, die Kritik an manchen Songs, was dein Album betrifft, dass viele gesagt haben, das ist mir alles irgendwie zu poppig und zu viel Gesinge? Ja gut, Kritik nehme ich gerne an, ne, wenn sie objektiv ist. Da so
einfach irgendwelche Reviews schreiben und da rumhaten und einfach nur alles schlecht machen, unbegründet schlecht machen, ja, das brauche ich mir dann auch nicht durchzulesen. Klar, natürlich habe ich mit einer negativen Welle auch gerechnet, ne, weil sowas haben die Leute vorher noch nicht von mir gehört. Ich kam da auch mit ganz neuen Sachen, ganz neuen Seiten von mir und vorher gab es halt immer nur diese Hurensohn-Geschichten. Ja, aber jetzt wissen die Leute auch, dass ich auch anders kann und es kam ja auch relativ gut an. Natürlich gibt es immer welche, denen es nicht gefällt, aber damit muss man leben. Ne? Aber umso schöner war es für dich dann jetzt auch eben richtig straighten Battle Rap zu machen. Ja, das war mal wieder geil, hier mit den Jungs nochmal ein bisschen auf die Kacke zu hauen und da machen nochmal die Sau rauszulassen und ja, geil. Um mal noch ein paar Monate zurück in der Zeit zu reisen, du bist in diesem Jahr auf dem Splash aufgetreten. Warst du eigentlich dabei, Saad? Hast du ihn begleitet? Weil ich kann mich erinnern, dass du ja nicht immer so wohlgesonnen warst, was das Splash betrifft. Kann dir das Splash immer noch einen lutschen oder warst du dabei, hast du dir das angeguckt? Also erstmal finde ich das sehr erschreckend, dass du so eine Wörter benutzt. Das habe ich dir letztens... Ich zitiere dich immer nur. Ich kann da nichts mehr, wenn du so Sachen... Du hast es im Juli 2012 auf deiner Facebook-Seite geschrieben. Das Internet vergisst nichts. Das stimmt doch überhaupt nicht was. Das ist eine Unterstellung. Dafür kriegst du eine Anzeige von mir. Ich habe einen guten Anwalt. Ich auch. Sonst hätten wir ihn nicht rausbekommen. Also wie gesagt, mir steht das neutral. Also ich weiß, dass ich da niemals auftreten werde, was auch nicht schlimm ist. Ich muss für meine Person, ich will jetzt nicht sagen Scheiß auf die, aber das interessiert mich einfach nicht, weil ich passe da auch nicht rein. Und ich will da jetzt auch nicht weinen, dass ich da unbedingt hin will. So, das wäre cool, klar. Aber ich passe da auch wirklich nicht rein. Die Jungs haben mir auch erzählt, wie das da war. Ich hätte auch mitgehen können. Aber dann habe ich gesagt, ey, wenn ich dabei bin, dann wäre die ganze Stimmung wäre vielleicht ein bisschen bissiger so. Und das wollte ich einfach nicht. Ne? Also ich möchte schon so professionell sein, dass wenn die Jungs die Möglichkeit haben, da hinzugehen und ihren Spaß zu haben und wirklich auf der Bühne abzureißen mit ihren Keep It Real Hip-Hop-Fans, dann sollen die das machen und dann will ich das auch gar nicht versauen. So, ich hätte auch sagen können, nee, ihr geht da nicht hin. Oder nee, ich komme jetzt auf jeden Fall, ich hätte mitkommen können, aber wozu? Diese Jungs waren da, die haben eine sehr gute Arbeit gemacht. So, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber... Ich habe leider die ganze Zeit gearbeitet, aber ich habe gehört, dass auf jeden Fall sehr gute Resonanz da war. Die waren sehr, sehr gut, ich habe das Video gesehen. Und das freut mich auf jeden Fall und das, ich hoffe, das war auch ein Zeichen an diese Splash-Leute, so, dass wir oder dass ich speziell jetzt da keinen irgendwie, ich hasse die jetzt nicht oder so, wenn die Möglichkeit besteht, meine Jungs da hinzuschicken, dann sofort, klar, und ich musste nicht mal mitkommen, das ist für mich cool. Wenn die da waren, war ich doch auch da, die haben doch HB auf der Bühne geschrien, ne? Dann bin ich doch auch da, im Geiste. Außerdem WhatsApp war ich die ganze Zeit da, weißt du. Lass uns nochmal zurückkommen, auch zu unserem letzten Interview. Es war natürlich jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen überraschend, was die inhaltliche Ausrichtung dieses Samplers betrifft. Du hast jetzt im Vorhinein schon gesagt, dass nach eurem Sampler sicherlich viele Diss-Tracks kommen werden von anderen Rappern und du auch bereit bist zu antworten. Ich bin ein großer Fan auf Facebook, ja, das stimmt. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, da hast du gesagt, du hast eigentlich überhaupt gar keine Lust mehr auf diesen ganzen Stress mit den ganzen Rappern. Ja, natürlich, aber ich meine, Diss-Tracks können ja auch nicht wegen mir kommen. Ich meine, da sitzen auch zwei andere Typen, die da rappen und ich kann denen nicht verbieten, irgendwas zu sagen, wenn die das unbedingt sagen wollen. Und ich meine, die battlen jetzt auch nicht so, dass sie sagen, ich mache deiner Mutter ihr Arschloch auf. So machen die ja nicht. Die machen das ja irgendwie auf ihre Hip-Hop-komischen, weiß doch so, wie die halt machen so, ne? Und wenn ich disse, ist es halt ein bisschen anders, ein bisschen ich fick deinen Vater und deine Mutter und deine Cousine und so. Das mache ich nicht. Die haben halt viel gebettelt. Ich habe ein paar Stiche allein gemacht, aber jetzt auch nicht unter Gürtellinie. Aber heutzutage wird ja auf alles reagiert. Deswegen gehe ich davon aus, dass ganz viel zurückkommen wird. Aber du hast auch in dem Blog gesagt, in dem ersten Videoblog zum Sampler, dass dieser Wunsch nach dem Battlen schon eher von den beiden kam. Die beiden haben auf jeden Fall Bock drauf gehabt. Ich habe auch Bock darauf, natürlich. Ich hätte natürlich noch zwei, drei Deepest Songs gemacht noch, aber... Dann haben wir uns zusammengesetzt und dann war einfach die Entscheidung ganz klar, so dass sie keine Lust haben, irgendwie auf irgendwelche Geschichten einfach nur straight Battle Rap machen wollen. Dann sollen sie das auch machen, ist doch gut. Ich bin doch kein Miesepeter, wenn die da Bock drauf haben. Und die machen das ja auch gut, von daher muss man sich keine Sorgen machen, dass man da jetzt keine 17 oder 18 Songs haben, weil dass die nicht alle gut sind, die sind ja auch alle gut. Wir müssen die nicht irgendwie füllen mit drei, vier deepen Songs, dass das Album dann rund und gut wird. Ja.
Wir können ja mal direkt über die erste Videoauskopplung sprechen. Hallo Rap-Fans, da wurden ja schon namentlich ein, zwei Menschen genannt. Dann können wir ja direkt mal euch beide konkret darauf ansprechen. Ich glaube, das interessiert ja schon immer den einen oder anderen, was es da für Vorgeschichten gibt oder was man dazu sagen kann. Beispielsweise jetzt in deinem Fall, ist Weekend jetzt einfach nur ein Platzhalter oder gibt es da tatsächlich irgendwas, was du kritisieren kannst und weswegen du ihn auch gerne mal benennen wolltest? Ist ganz und gar kein Platzhalter, denn es war so, ich kann verstehen, dass es für die Außenwelt jetzt so aussah, als hätte ich mir jetzt irgendeinen Rapper genommen, der jetzt gerade im Gespräch ist und den einfach zu dissen, was aber gar nicht der Fall ist, denn ich habe gar nicht agiert in diesem Fall, sondern ich habe wirklich nur reagiert. Es gab schon so viele Sachen im Hintergrund und teilweise auch im Vordergrund. Weekend hat mich auf Tracks sogar gedisst, namentlich. Er hat versucht er mir irgendwelche Steine in den Weg zu legen, redet mich in Foren schlecht oder auch bei Menschen, die ich so persönlich kenne. Und denke mir so, das muss doch nicht sein. Und ich habe das nie gemacht, also ich bin da nie darauf eingegangen und hatte auch gedacht, wenn ich das jetzt mache, dann sagen ja sowieso alle, er will sich nur an seinem Namen hochziehen und bla bla bla. Und deswegen habe ich jetzt einfach gedacht, mein Gott, jetzt haben wir ein Label, jetzt machen wir einen Sampler, jetzt packen wir ein bisschen aus. Und da habe ich mir gedacht, da kriegt er auch noch so ein paar Lines ab. Aber naja, seine öffentliche Reaktion war ja dann auch dazu, dass keine öffentliche Reaktion von ihm kommen wird. Und dann weiß ich ja ganz klar, wo ich stehe. Hat sich das ja schon gelohnt. Unabhängig von dieser Vorgeschichte, wenn du das jetzt trotzdem objektiv bewertest, beispielsweise diesen Platz 3 in den Charts mit seinem Album, kannst du dann schon ihm so ein bisschen Respekt entgegenbringen oder ist die Zeit dann auch vorbei? Naja, also ich weiß nicht, in so einer Woche Platz 3 zu gehen, okay, dann sage ich halt gut, dann hat er Respekt dafür, kann er von mir aus gerne haben. So, ich will da kein böses Blut schaffen, für mich ist das ein Typ, der jetzt sich gerne mal seine Lines einfangen konnte und also Respekt kriegt er dafür von mir jetzt nicht. Respekt für die drei, weil es für Rap ist, okay, aber nicht für ihn als Person. Nö. Schwenken wir mal direkt über zum Thema Battleboy Basti. Gibt es dazu denn auch eine solche Vorgeschichte, wie wir sie eben gehört haben? Bevor ich dazu was sage, möchte ich noch eine Sache da zu dem Thema sagen. Also ich gehe lieber in einer starken Woche auf 11 als in einer schwachen Woche irgendwie Top 5 oder so. Das wollte ich dazu noch sagen. So, und jetzt zu dieser Battle-Bobasti-Geschichte. Natürlich gibt es einen Grund. Ich will das jetzt gar nicht so weit ausführen, da solange er weiß, warum. Und da gab es halt immer wieder Sticheleien und sowas. Und jetzt hat er es einfach mal verdient gehabt, da einen mitzubekommen oder mehrere mitzubekommen. Und ganz einfach. Ich mag den Kerl nicht und Pech gehabt für ihn. Ist es dann auch okay für dich, eine solche Videoantwort zu bekommen, wie es in seinem Fall der Fall war? Rechnet man damit und lebt man dann auch damit? Ja, rechnen damit natürlich. Gut, das war halt sehr schwach, die Antworten. Ich habe es natürlich auch gesehen. Ich glaube, ich habe da einfach nur müde Lächeln dazu gepostet. gut. Kann ich nur müde lächeln. Ja. Dann soll er doch richtig antworten. Was ist denn das? So, da irgendwie dann meine Mutter mit reinzuziehen, kann man machen, muss man nicht, ne? Wo du ja in deinem Fall auch schon in der Vergangenheit das ein oder andere Mal die Mutter des ein oder anderen mit reingezogen hast. Das Lustige dazu ist immer, dass die Leute, die ich so als Hurensohn betitelt habe, nein, ich muss anders sagen, die, zu denen ich nie Hurensohn gesagt habe, die kommen dann immer mit irgendwelchen Muttergeschichten an. Das ist halt auch lustig, aber ja, soll er machen. Also es war auf jeden Fall eine schwache Antwort. Hier, wo ist die Kamera? Schwache Antwort, du Bastard. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Ist denn jetzt, also glaubt ihr denn auch, dass jetzt irgendwie nach der Veröffentlichung des Samplers es von allen Seiten Antworten und Songs hageln wird? Wird es so schlimm werden? Ich hoffe es. Ich hoffe es, aber bitte die Relevanten, nicht diese kleinen Kinder. Also ich hoffe es, wirklich. Aber werden dann auch nicht Relevante benannt? Nö, aber da mischen sich ja viele Irrelevante ein. Aber die können sie ja machen, was sie wollen. Ich hoffe, das ist mein Wunsch. Das ist doch die beste Werbung für sein Album, das ist doch, bitte. Fang bitte damit an. Wenn man solche Songs dann aufnimmt oder diesen Sampler generell, habt ihr dann die ganze Zeit Spaß dabei und lacht darüber und lacht über diese Menschen, die ihr eben auch nennt? Oder ist dann da auch später noch wirklich Wut und Aggression eine Rolle? Das ist Spaß. Also für mich ist das Spaß. Also ich habe natürlich meine Gründe gehabt, weswegen ich früher wahrscheinlich mal sauer war und jetzt gedacht habe, ist jetzt schön, das jetzt mal zu machen, aber im Großen und Ganzen sitze ich da nicht und denke mir, Mann, ich bin so böse auf den, ich muss jetzt irgendwas machen, was ihn bestimmt voll hart trifft. Also ich habe schon Spaß bei gehabt. Beim ganzen Sampler von vorne bis hinten, ob jetzt das ein Diss war oder jetzt einfach ein ganz normaler Song. Du hast jetzt schon das ein oder andere Mal hier das Album angesprochen von Punch Arroganz. Kommt im Januar raus, vorbestellen demnächst.
Du hast selbst gesagt, dass du jetzt deine Solo-Sachen erstmal so ein bisschen hinten anstellen wirst. Ist das jetzt auch also tatsächlich so, dass du sagen könntest, in den nächsten Jahren wirst du dich komplett auf die Jungs hier konzentrieren? Mensch, dieser... Nee, also ich mache ja auch Das Leben ist Hardcore oder Das Leben ist Hard 2 oder Hardcore 2. Also ich habe es angefangen, ich weiß jetzt nicht, wie ich es nenne. Wenn es zur Hälfte deep ist und zur Hälfte aggressiv ist, dann wird es dann Das Leben ist Hardcore. Kommt drauf an, wie es wird, aber ich mache mir da gar keinen Druck und das wird jetzt auch nicht nächsten Monat und nicht übernächsten Monat, auch nicht im Februar kommen. Das dauert noch, bis es kommt und bis dahin konzentriere ich mich natürlich auf die Jungs, aber ich vergesse natürlich nicht nebenbei an meinem Album natürlich auch zu arbeiten. Aber das steht jetzt nicht so krass im Vordergrund, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt nächste Woche abgeben. Ich chill mich einfach. Das ist ja auch hart, die Arbeit für die Jungs. Das ist ja auch nicht so, dass es einfach ist. Die sind auch sehr anstrengend. So, ne? Da musst du ja alles machen. So. Das ist ja, aber macht Spaß. Aber du kannst nicht Alben rausbringen und ein Album schreiben. Das geht nicht. Also wenn, dann muss man sich auf eine Sache konzentrieren. Was bedeutet denn alles machen? Jetzt zum Beispiel im Falle deines Soloalbums, welche Rolle spielt das Saad? Welchen Einfluss hat er auf deine Musik, auf deine Texte, auf den Inhalt, auf die Ausrichtung? Gar keinen. Also ich er hat mich ja auch zu dem Label geholt, weil er ja das feiert, was ich bereits mache. Also und dementsprechend denke ich auch, dass er ja mein Album rausbringen will und nicht irgendwas, in welche Schiene er das jetzt lenken könnte. Weil diese Schiene, die ich fahre, die scheint ja auch gerade ganz gut zu sein und die scheint ihm zu gefallen. Und ich mache mein Album so, wie ich das für richtig halte, mit meinem Produzenten zusammen. Und er vermittelt mir die Studios und macht dann den ganzen operativen Teil, wenn es jetzt an die Werbung geht und so weiter. Aber da kannst du ja, denke ich, nochmal besser was zu sagen, was du dann alles zu tun hast. Das ist ja natürlich die Hauptarbeit, die ich mache. Das ist ja das Schwerste. Ja, ich bringe das Album halt raus, ne? Alles rum und dran. Natürlich muss man, soll ich das jetzt erklären für Anfänger? Nee, nicht unbedingt, also, weil... Wenn man den Label aufmachen wollt, geht es jetzt so. Man muss, ich glaube, das ist eher unspannend, aber... Ich erzähle das jetzt, Spaß. Erzähl, frag mal deine Frage. Wenn du dir jetzt zum Beispiel einen Song anhörst, egal ob es jetzt von Esther ist oder ob es von Punch Arroganz ist, gibt es dann niemals den Fall, dass du in irgendeiner Form künstlerisch eingreifst, wenn dir etwas nicht gefällt? In erster Linie sollen die das Album erstmal fertig machen, dann höre ich mir das an. Und dann sage ich meine Meinung dazu. Dann sage ich, ey Dicker, dieser Song geht zum Beispiel gar nicht. Aber wenn du unbedingt einen Fehler machen willst, dann mach. So, ich sage einfach nur meine Meinung. Aber in erster Linie müssen die Jungs diese Musik machen, die sie wollen. Ich meine, Entertainment hat nichts mit Zart zu tun, oder? So, ich hätte das ja ganz anders gemacht. Ich hätte ja mehr geschimpft an seiner Stelle. So. Aber er hat diese Entscheidung getroffen und er hat eine gute Entscheidung getroffen. Und er hat auch seine Entscheidung getroffen, sein Konzept geschrieben für sein Album. Und das wird auch eine gute Entscheidung sein, weil das kommt vom Herzen. Und die sollen einfach machen, was sie wollen. Die sollen mir einfach nur ein Produkt abgeben, womit ich was anfangen kann. Ne, ich muss ja rausgehen und da irgendwie gucken, was mache ich jetzt mit diesem Produkt. Wenn das ein Scheißprodukt ist, dann kann ich doch nichts machen. Dann kann ich ihm vielleicht ein Interview bei dir klar machen, das war's auch. Na, also ich will ein Produkt haben, wo es sich lohnt, wirklich Geld zu investieren in die Promo und so weiter und so fort, damit wir dann auch erfolgreich sind und natürlich Geld verdienen. Das ist das, was ich möchte von den Jungs. Ich glaube, versuchst du die ganze Zeit in meine Fragen zu gucken? Deine Schrift gar nicht lesen. Ja, das ist ja auch mit Absicht so. Schaffst du es, also kannst du gar nichts lesen? Ich habe gehört, willst du es mal probieren? Nee, meine Sauklaue ist ja mit Absicht so. Das ist ja, das soll ja auch so sein. Das S, da schreibt man, das A, da schreibt man groß. Ja, als wenn ich hier da auf Rechtschreibung achte bei meinen Fragen. Das ist ja nur so hingekritzelt. Außerdem, ich gucke ja da auch nie drauf. Das ist ja nur die Sicherheit. Du bist doch ein Profi, Mann. Das ist doch... Punch, du hast in einem Interview gesagt, dass du dir schon natürlich bewusst darüber bist, dass du und Esther polarisieren in dieser Rap-Szene. Und ich glaube, du hast auch gesagt, dass du das Gefühl hast, dass ihr nicht so richtig gemocht werdet. Das wird sich wahrscheinlich jetzt nach dem Label-Sampler nicht wirklich ins Positive ändern, oder? Nö. Das ist für dich auch in Ordnung. Das heißt, du bist nicht in dieser Rap-Welt, um von Leuten Liebe zu bekommen? Ich bin nicht da, um von irgendwelchen Rappern die Liebe zu bekommen, die ich selber gar nicht leiden kann. Ich bin das gewohnt, irgendwie auf Widerstand zu stoßen. Und ich habe da mittlerweile nicht nur kein Problem mit, sondern ich fühle mich sogar sehr wohl in dieser Rolle. Und dieser Hass ist jetzt wirklich nicht so, dass es ist ja nicht so, dass ich auf die Straße gehe und jetzt mit Fackeln verfolgt werde oder so. Es ist einfach nur so, die Leute, die es sowieso nicht feiern, also aus Prinzip schon nicht, die sind natürlich die lautesten. Da mache ich mir keinen Kopf, das ist alles schön, so wie es ist.
Hast du das Gefühl, dass du und vielleicht auch eben Punch oder auch ein Saad so ein bisschen Außenseiterposition in dieser Rap-Welt belegen? Hast du das Gefühl, ist das so? Sind wir die Außenseiter? Sind HB ist Außenseiter? Ja gut, bei mir ist das ähnlich, ne? Auch immer auf Widerstand gestoßen und immer nicht so gemocht worden. Aber ganz ehrlich, auf die Meinung, da lege ich auch... Woran liegt das aber in deinem Fall, dieses nicht gemocht wurden oder werden? Ich bin doch übersympathisch mit diesem arroganten Lächeln. Nein, ja, vielleicht, weil ich einfach auch gewisse Grenzen überschritten habe in der Vergangenheit in Sachen Battle. Und ja, vielleicht hat das dem einen oder anderen nicht gepasst. Und ja, vielleicht ist auch ein bisschen Neid dabei, man weiß es nicht, ne? Gibt es denn momentan Rapper in dieser Welt, mit denen ihr gerne zusammenarbeiten würdet? Weil ich ja der größte Fan auf deiner Facebook-Seite bin, habe ich natürlich auch gelesen, dass du geschrieben hast, du würdest so gerne mal mit den 257ers zusammenarbeiten. Ja, ich hab auch mit den Schneesin, ne? Schneesin? Schneesin, Schneesin? Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Ich habe mit denen geschrieben, ja, ist übercool. Aber wir werden uns demnächst treffen. Also das war auch ernst gemeint? Sonst hätte ich ja nicht mit ihnen geschrieben. Also ich habe das ja bei Facebook gepostet. Lustigerweise... habe ich dann gesehen, bei diesen neuen Dings, weil da siehst du ja, wer die neuen sind, die gefällt mir gedrückt haben auf deiner Seite, dann waren da irgendwie 50 oder so, habe ich einfach nur draufgeklickt, damit das dann, das Rote dann quasi weggeht. Und habe ich gesehen, das ist doch dieser, weißt du doch. Schneesen 257. Dann habe ich gesehen, dass er das geteilt hat. Und dann haben wir bei Facebook miteinander geschrieben, wir werden uns auf jeden Fall mal, ich hoffe, bald treffen und ich feiere die Jungs wirklich hart, weil die so asozial sind, voll geil. Ich find's cool. Ich mein's auch voll ernst. Ich hätte auch schreiben können, ich will mit Michael Jackson was machen. Also ich finde das cool. So. Ne? Und die mögen mich, glaube ich, auch. Gibt es für deine Solo-Sachen eventuell Rapper, mit denen du gerne zusammenarbeiten würdest? Da gibt es sicher ein paar Rapper, aber da ist noch nichts Spruchreifes bei. Und es ist auch wirklich, es sind wenige, mit denen ich wirklich gerne zusammenarbeiten würde. Das heißt, da müssen wir uns dann noch ein bisschen, wir müssen einfach abwarten. Ja. Schneesin? Ja, der heißt Schneesin. Schneesin, Alter. Ja, cool. Schneesin. Wo denkst du jetzt die letzten 30 Sekunden nach? Bitte? Was sagst du? Nee, ich fand's witzig, dass du jetzt nochmal, du denkst jetzt die ganze Zeit drüber nach, wie er eigentlich heißt. Ja, ja, da frage ich mich, warum hat er nicht einfach nach einem Z direkt ein N? Schneesin. Also Schneesin. Ja, auf jeden Fall cool. Hallo, Schneesin, was geht? Alles klar. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Krass. Weil wir gerade bei Liebe waren und Liebe, die man nicht vergibt. Du hast ja in zwei Songs deine Liebe ausgesprochen, einer Rapperin, Naya Isso. Ja. Ist das auch so ein Ding unter Kumpels, dass man das witzig findet oder steckt da irgendwas Ernst Gemeintes dahinter? Das ist eine, boah, da müsste ich echt ein bisschen weiter für ausholen. Du, noch haben wir Zeit. Ja. Oh, warte mal, stell dir was zu trinken. Das dauert jetzt. Nee. Ja, es ist so, dass ich mit diesem Song angefangen habe, diesen ersten Song. Das war so, dass ich wusste, ich habe einen gemeinsamen Auftritt mit ihr. Und ich versuche mal die Kurzversion zu erzählen jetzt. Es war so, ich wollte sie kennenlernen, einfach weil ich das cool finde, dass sie Wolverine feiert und bla 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 bla. Wollte aber ja, besonders in ihrem Gedächtnis bleiben, habe diesen Song gemacht, damit ich mich halt vorstelle als Hallo, ich bin Punch und nicht nur ein Rapper, sondern hier, der Song ist für dich, da Aufmerksamkeit, dies, das. Das war lustig, dann hat man sich kennengelernt, dann habe ich den zweiten Song gemacht, den fand sie nicht so geil und das ist Blind vor Liebe 1 und 2. Und jetzt gibt es keine gemeinsame Zukunft für euch zwei? Nein, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, man weiß ja nie. Blind vor Liebe Part 3 kommt ja vielleicht auch irgendwann. Digga, komm doch klar. Langweilt dich die Geschichte schon so hart, oder? Ja, die hat er schon ein paar Mal erzählt in Interviews, deswegen. Aber noch nie so schnell. Ja, das hat er diesmal in Hochgeschwindigkeit-Dings, GTA-Style. Feierst du sie denn auch musikalisch? Nee. Also ich finde das cool. Also wie sie es macht, das ist auf jeden Fall cool. Und das ist eine Sache, die, wo ich das echt verstehen kann, warum das ankommt. Und aber es ist keine Musik, die ich hören würde. Und wir haben auch selber total die Differenzen, was musikalischen Geschmack angeht, weil ich ja voll von der New School-Fraktion bin und sie total oldschool. Und Baba, komm mal klar hier. Ja, das ist das. Wenn wir schon mal bei deiner musikalischen Erziehung sind, du bist ja, glaube ich, durch Erst guter Junge und Agro Berlin zu Deutschrap gekommen. Das ist doch interessant. So macht man das. So. Das ist ja die Zeit, in der der Herr neben dir auch seine Karriere gestartet hat. Ja. Wenn du diese Zeit nochmal reflektierst, in der du zu Rap gekommen bist, was waren damals deine Lieblingskünstler? Was war vielleicht auch das beste Album aus dieser Zeit?
Ich war, obwohl ich beide Seiten verfolgt habe, sowohl EGJ als auch die Agro-Sachen, war ich hundertprozentiger Agro-Fan so. Und für mich waren die Ansagen so ziemlich das Größte. So, die Ansage 4 war so, das waren halt die heftigsten Beats für mich. Also für mich war es Ansage 4. Und als es dann mit Ansage 5 losging, als dann diese ganzen Ty Jason Beats und so weiter kamen, wo das so richtig in diese Crunk-Schiene schon reinging, oh, da ging es ja, das waren noch so für mich, Ansage 4 und 5 sind so für mich die meinen Werdegang, schätze ich mal, musikalisch so am meisten geprägt haben, weil mich das am meisten gepackt hat. So. Ja. Ihr beide habt ihr gerade sofort gesagt, 3 musikalischer Geschmack ist bei euch also so ein bisschen unterschiedlich. Wer, bei uns dreien? Ja. Er und ich verstehen uns musikalisch, also wen wir gut finden, überhaupt nicht. Nur diese eine Sache, wir finden beide die Ansage 3 sehr geil. Ja. Aber ansonsten haben du und Esther auch einen komplett unterschiedlichen Musikgeschmack. Komplett was anderes. Wobei, doch, es gibt noch einen der neueren Generation, die finden wir beide ganz gut. Aber darüber wird nicht gesprochen? Nö, ich bin jetzt keine Werbung. Auch gut? Ja. Ja, okay, dann weiß ich. Aber bezieht sich das jetzt, also diese musikalischen Differenzen nur auf Rap oder auch auf eure anderen, auf andere Musikrichtungen? Ich kann mir nicht vorstellen, also ich höre ja fast privat nur Arabisch, weiß man, glaube ich. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Esther oder Punch oder du oder irgendwer jetzt hier in Deutschland auf arabische Musik abfährt. So, da verstehst du ja auch nichts und das ist echt so für dich kopfschmerzmachend, glaube ich. Doch, ich höre diese Dorf. Für mich nicht. Wieder. Da sind die extrem die ganze Zeit. Also ich höre fast nur das. Von daher, die hören das ja nicht, aber darüber redet man ja nicht. Aber ansonsten hören die Rasher ja auch alles, aber ich finde nicht alles geil. Ja. Hängt ihr drei eigentlich auch privat zusammen ab? Und wenn ja, wie sieht so ein Abend aus, wenn ihr drei vielleicht mal keine Musik zusammen macht? Ja, ich würde gerne mal gegen ihn FIFA zocken. Er soll ja der FIFA-King sein. ja gut, du hast gesagt, das Neue ist relativ schwer. Dann, ne? Dann würde ich mal hier nicht so große Töne spucken, mein Freund. Nein, aber er soll ganz gut FIFA spielen. Haben wir leider noch nicht geschafft, ne? Da zu zocken. Ja, und sonst, ich meine, mit ihm kann man keinen Alkohol trinken. Das ist halt schade. Aber ja, wir haben noch nicht so oft miteinander gechillt eigentlich. Aber das wird sich jetzt ändern, wenn wir auf Tour gehen. Die Entfernung ist das halt auch, ne? Das ist halt die Entfernung. Er aus Saarbrücken, ich aus Wilhelmshaven und er aus Bremen. Ja, okay, wir machen öfter mal was, wenn ich jetzt irgendwohin mitfahren kann, wenn das schon gerade in der Nähe ist. Aber sonst ist da leider auch, geht nicht. Derzeit. Er hat es gerade schon gesagt, eventuell wird die Tour euch dann noch mehr zusammenschweißen und dann werdet ihr noch richtig dicke Freunde. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, welche Dates dazugekommen sind, aber es werden ganz viele noch dieses Jahr kommen. Kommt vorbei am... Wann ist München? 12.12. 12.12. in München im Backstage. Tickets bitte bei eventim.de. Die Vis-a-vis-Fans auch bitte kommen, weil sie kommt auch. Ach so. Ja, du kommst auch. Nach München. Ja, du bist Hauptact. Ah, cool. Es gibt einen Song von dir, ich weiß aber jetzt nicht, wie der heißt. Den finde ich übergeil von früher. Den wirst du bitte rappen und ich backe dich. Machen wir das? Nein. Warum? Ja, also, guck mal. Bitte was? Gar nicht mehr? Nein. Warum? Wir waren jetzt gerade bei euch, das ist auch völlig irrelevant und uninteressant. Wie auch immer, kommt vorbei in München, 12.12. im Backstage, da kann man schon Tickets bestellen. Auch 16.01. sind wir in Dortmund. Da freue ich mich ja extrem, weil ich ja Dortmund-Fan bin, auch er auch. Da werden wir gucken, dass wir die Fußballer einladen, die werden auch bestimmt kommen. Und die anderen Dates müsst ihr einfach auf eventim.de gucken, die kommen dann hintereinander irgendwann online. Eventim, da können wir leider nichts beeinflussen. Die Verträge sind alle schon unterschrieben. Koblenz kommen wir, Köln kommen wir, Berlin kommen überall. Aber das, was man schon vorbestellen kann heute, ist München, Backstage und Dortmund. Auf Dortmund freue ich mich extrem. Ich komme dann in Berlin vorbei. Warum denn nicht in München? Ja, warum soll ich denn extra nach München fahren? Das München ist eine schöne Stadt. Oder nicht? Ja, schon. Ist da noch Oktober? Nee, das ist ja Dezember dann schon. Das ist dann schon... Ja, ich komme in Berlin mir das mal angucken und dann schauen wir mal. Gangster. Ich danke euch für das Gespräch. Wenn es von eurer Seite noch Dinge zu sagen gibt zu Beuteschema, zu dir oder sonstigen Dingen, dann dürft ihr das jetzt noch gerne zum Schluss loswerden. Ja, holt euch den Sampler, ne? Beuteschema, 11.10. kommt das Ding. Holt euch das Ding, ganz einfach. Ja, auch liebe Saad-Fans, holt euch das Ding. Liebe Esther-Fans, holt euch das Ding, auch um meine Part zu hören und nicht nur um seine Parts und seine Part zu hören. Und meine Fans, kauft die bitte auch, wenn ihr mit seiner Mucke nichts anfangen könnt und mit seiner Mucke nichts anfangen könnt. Noch nicht. Ich glaube, das wird sich dann nach dem Sampler ändern. Das heißt, du willst deine Fans an der Hinsicht ein bisschen erziehen, ja? Ich möchte die nicht erziehen. Ich möchte einfach denen auch mal die Chance geben, die Scheuklappen ein bisschen abzulegen. So. Das ist doch schon fertig. So. Mann, Alter.
weiß nicht, ich habe ja auch einen Grund, warum ich die beiden feiere. So. Warum sollen meine Fans das nicht auch in den Genuss kommen? Dafür ist der Sampler auch zum Teil da. Wie gesagt, vielen Dank für das Interview, Visa. Das war wunderbar schon wieder. Das ist ja echt rührend jedes Mal. 11.10. Ich weiß nicht, wann kommt das Interview? In der Release-Woche oder davor? Alle machen so. Wenn das in der Release-Woche kommt, geht raus, kauft euch das Ding. Es wird überall erhältlich sein, auch bei iTunes und überall. Wenn es davor kommt, dann bestellt euch das schnell vor oder geht halt morgen, übermorgen, in 3 Tagen in den Laden. Das ist ein sehr gutes Ding. Gibt es wieder eine Ansage, unter welchen Umständen Halunkenbande schließen wird oder lässt du das diesmal bleiben? Ja, nee, wir dürfen, glaube ich, gar nicht in die normalen Charts gehen. Wir gehen in diese Sampler-Charts, ist das. Weil das ist ein Sampler. Ne? Ich glaube, wir dürfen nicht in die normalen Charts. Wir sind auch gar nicht in den normalen Charts, nur in den Sampler-Charts. Mit Bravo, Superhits und so Geschichten. Da kenne ich mich nicht mit aus, wie das da ist. Da gibt es, glaube ich, auch nur eine Top 15 oder so, ne? Top 20, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, dann 11.10. kommt das Ding raus. Wir gehen demnächst ganz, ganz viel auftreten, kommt vorbei. 16 Bars ist ein toller Sender. Abonniert diesen YouTube-Channel, das ist echt wunderbar. Ich bin Saad, das ist Pancha Arroganz, das ist Esther und das ist Visavi. Ich bedanke mich für das Interview. Mach doch aus die Kamera jetzt. Sag gut. Mach doch aus. Danke.